Moin Freunde, willkommen zurück zum neuen Podcast in der 26. Ausgabe. Im heutigen Video sprechen wir über alle möglichen Tode, die so in der Zukunft der One Piece Geschichte noch auftreten könnten. Hier allerdings nur die wichtigsten Tode, also die, die am wahrscheinlichsten sind. Natürlich können noch viel mehr Charaktere sterben und man könnte über all diese Charaktere sprechen. Aber solche Tode lassen wir außen vor. Auch Charaktere, die jetzt schon ein sehr hohes Alter haben, wie zum Beispiel Rayleigh und dann in einen krassen Timeskip zum Ende von One Piece schon tot sein könnten, die lassen wir halt außen vor. Es geht wirklich um Charaktere, die jetzt im aktiven Geschehen mit vertreten sind und dadurch durch ein Kampfesgeschehen oder so sterben könnten. Und natürlich in der Podcast-Ausgabe, wie sollte es anders sein, mit dabei der One-Piece-Theoretiker. Ja, Leute, da freue ich mich. Tote Charaktere, da habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Videos zu gemacht. Ey, da muss ich auf jeden Fall, Digga, da kann ich auch was zu sagen, glaube ich. Also wir haben, wie gesagt, wie viele Charaktere sind das an der Zahl? Also über 10 auf jeden Fall, ne? Oder wenn nicht genau 10. Ich gucke gerade mal. Über 10. Auf jeden Fall, Leute, sind da knackige Kandidaten bei, die wirklich, also wirklich sterben könnten, übernatürlich, jetzt nicht einfach durch eine Altersschwäche, wie wir schon gerade gesagt haben. Ja, ich würde sagen, soll ich den ersten Charakter einfach nennen? Der am wahrscheinlichsten ist, Leute, und das ist auch von den Strohhüten, und zwar Lysop. Also Lysop ist der Kandidat, der von den Strohhüten am wahrscheinlichsten ist, meiner Meinung nach, weil es wurde zwar gesagt von Oda, dass bis zum letzten Krieg keiner sterben wird, aber Leute, der letzte Krieg kommt so, und Lysops Traum ist es nun mal, als tapferer Krieger in die Geschichte einzugehen. Und ey, wenn da nicht irgendwo seine Chance ist, so dass er sich aufopfert für die Menschheit oder sonstiges, und dann ist es wirklich ja auch, das geht auch mit seinem Traum so in eins über, dass er mehr oder weniger als tapferer Krieger anerkannt wird in der Welt und so auch in die Geschichte eingeht, als der Lysop, der tapfere Krieger, wenn er sich aufopfert so. Und das wäre auch ein perfekter Charakterwandel von Lysop, weil er halt, wie gesagt, vom ängstlichen Lügner am Ende dann wirklich zu dem mutigen Kämpfer geworden ist, dass er einfach wirklich dann sich opfert so. Das würde auch den Mut von Lysop beweisen so. Natürlich, ich weiß nicht, ich würde es glaube ich nicht so doll feiern so. Und man müsste gucken, wie Oda das so schreibt, ob das logisch und irgendwie trotzdem gut eingesetzt ist, nicht unnötig, nicht so ein Pedro-Tod oder so, dann wäre das auf jeden Fall, wäre es schon nice so. Für mich ist er auch echt einer der Top-Kandidaten hier auf der Liste. Ja, auf jeden Fall, weil man darf ja nicht vergessen, erstmal das grundlegende Ziel, weil die anderen Ziele von den Strohhüten, die decken sich nicht ganz mit dem, was Ruffy ist, wenn er Piratenkönig wird. Das heißt, wenn Ruffy Piratenkönig wird, dann schließt es ja zum Beispiel nicht das Ziel von Nami ein, eine Karte von der ganzen Welt zu zeigen, weil es gibt dann offensichtlicherweise immer noch Orte, wo sie hin muss. Das heißt, sie muss danach noch leben, um ihren Traum umsetzen zu können, weißt du? So, genauso, weißt du, was ich meine? So, ja, zum Beispiel, Sanji will den All Blue finden, aber wenn er den All Blue hat, wo alle Meerestiere und so zusammenkommen, dann will er ja höchstwahrscheinlich da auch ein Restaurant eröffnen, weißt du? So, das eine schließt ja das andere so ein bisschen mit ein. Oder er muss ja den All Blue auch erleben. Das heißt, die müssen bis dahin halt alle leben. Bei Lysop ist es halt so, ein mutiger Krieger kann er auch vorher werden. Und Oda macht es ja nicht ohne Grund so, dass er jetzt zum Beispiel auch in den Filmen, wo man jetzt im aktuellen Film mit Stampede, wo Oda ja auch die Story geschrieben hat, welcher Strohhut musste den Kopf hinhalten als Motivation für Ruffy? Auch wieder Lysop. Er wurde da fast gekillt von Bullet, so. Und das war auch wieder die Motivation. Es ist halt klar, dass man ihn dann so ein bisschen in diese Rolle drängt. Das ist aber halt auch einfach seine Rolle. Und deswegen sieht man bei ihm halt die Todeszeichen auch einfach am deutlichsten, finde ich, so von den Strohhüten. Weil damit er mutiger Krieger werden kann, ist es halt genau das Richtige für Lysop. Natürlich wäre es dann halt schade, aber bei ihnen sieht man es halt am ehesten von den Strohhüten. Ja, und das, wir können auch kurz reden, wie könnte er sterben? Also, ja, gegen wen ist ein bisschen schwer, dass es auch logisch ist, dass er sich aufopfert so. Es wäre dumm, wenn er einfach nur so irgendwie vor die Kugel springt oder so. Und dann, das wäre unnötig. Oder wenn er so auf dumm Selbstmord gegen Akainu einfach versucht anzukämpfen, so, oder? Weißt du, sowas wäre richtig dumm. Deswegen, es müsste schon was Kluges sein, etwas so wie bei Alabasta, weißt du, wo auch die Bombe wegtransportiert wurde, so eine Aufopferung. Ja, weißt du, was ich mir nämlich vorstelle, dass es irgendeine Situation gibt, wo vielleicht auch nur ein Strohhutmitglied oder vielleicht auch irgendjemand anderes, das kann ja auch einfach aus dem Land ein Bewohner sein oder so, wo er Zeit erkaufen muss gegen einen Gegner, der viel stärker ist, so, weißt du? Und wenn er dann halt wirklich so sagt, versucht ihr wegzukommen, ich halte ihn auf, so, und dann vielleicht die Leute noch anlügt und sagt, ich habe eine Idee, ich habe das im Griff, und sie glauben ihn und gehen weg, und er hat keine Idee, er hat nichts im Griff und stirbt dann dabei, weißt du? Ja, so sowas komplett aufgeopfert und halt total mutig, weil er wusste von Anfang an, dass er dann keine Chance hat und dass die Idee nur gelogen war. Das heißt, er ist immer noch so dieser Lügner, aber hat sich dann halt für das Richtige aufgeopfert, um anderen Zeit zu erkaufen. Das fände ich sehr geil. Ja, also sowas muss es sein. Würde halt so,
Ja, genau. Es würde halt mehr passen. Es wird jetzt nicht, also machen wir uns nichts vor. Es wird jetzt nicht dazu kommen, dass das Monster-Trio drei Admirälen gegenübersteht und Lysop Zoro auf die Schulter fasst und sagt, geh zur Seite, ich mach das so, weißt du? Ich übernehme. Das, sowas passiert. Ich übernehme. Das, als ob er so Zoro zur Seite zieht und sagt, ich übernehme. Das wird niemals passieren, Leute. Wird niemals passieren. Ja. Also deswegen das so weiter. Ich glaube das auch. Oder stell dir vor, die Redline am Ende muss zerstört werden. Das ist wirklich am Ende das, was man machen muss. Und einer muss aber, sagen wir, unter Mary Jo oder so, kann man die Bombe detonieren oder so ein Blödsinn. Und einer muss es machen oder irgend so ein Blödsinn. Dann, also sowas in der Art, glaube ich, mit Lissop, dass sowas passieren könnte. Ne? Das erinnert mich gerade an so, war das nicht damals so bei so U-Booten, dass da derjenige, der den Torpedo abgeschossen hat, auch zwangsläufig gestorben ist in den alten U-Booten? Boah, war das so? Ich habe das auch ich irgendwo, schon. Ganz im Hinterkopf habe ich das auch. Digga, das ist ja heftig eigentlich. Das erinnert mich gerade so daran, Torpedo, als ob Lissop dann so, dann verfehlte. Ich mach das. Digga. Ja, gut, das wäre richtig bitter. Das wäre richtig bitter. Das ist halt echt krass. So, wollen wir nächsten Charakter machen? Typisch Politikast. Ja, machen wir den nächsten. Der nächste Charakter, auch einer der wahrscheinlicheren, obwohl es die Situation schon mal gab, was es wieder ein bisschen unwahrscheinlicher macht, und zwar Sabo. Natürlich, man denkt direkt daran, ja, okay, man hat ja schon Ace geopfert, aber man hat ja schon Ace getötet, und das hat ja schon Ruffy enorm geprägt, war der Hintergrund für den 2-Jahres-Timescape, sprich Free Day to Y. Und auch die ganze Charakterentwicklung von Ruffy nach dem Timescape basiert so ein bisschen auf Ace. Das sieht man ja jetzt auch auf Wano Kuni immer wieder, gerade besonders am Start von Wano Kuni. Und deswegen nochmal Ruffys Bruder töten, wirkt unwahrscheinlich, aber jetzt gerade ist es ja auch gar nicht so. Es ist ja wieder relevant, dass Sabo geschnappt wurde von der Weltregierung. Deswegen, man kann es sehr gut nutzen, um halt einfach Ruffy nochmal einen Boost zu geben, aber auch zum Beispiel die Motivation für Dragon und so zu steigern, weißt du? Weil Dragon halt immer noch im Schatten rumwühlt. Man muss auch drüber reden jetzt, weil es da gerade aktuell ist. Und ey, die Reaktion von Dardan und so aus der Zeitung, da kann man das. Leute, wir müssen darüber reden, dass Sabo jetzt sterben könnte oder gestorben ist oder jetzt ihm droht zu sterben, dass er jetzt vielleicht gefangen ist in Impel Down oder hingerichtet werden soll oder so. So eine Nachricht steht zu 100% irgendwie so. Also in dem Bereich irgendwie, sowas steht in der Zeitung. Was genau da drin steht, das weiß man nicht, aber vielleicht, also sowas, dass er hingerichtet wird, ich glaube, sowas steht da drin, so dass Sabo verloren hat. Weil selbst ein Dragon wusste das ja nicht, weißt du? Und ein Sabo, hätte der gewonnen gegen Fujitora und Green Bull, hätte das alles glimpflich über die Bühne da, wäre das alles glimpflich über die Bühne gelaufen, hätte er Kuma befreit, so, dann hätte er doch sofort Dragon informiert oder so, wäre mit Karasu weggeflogen. Aber, Digga, die scheinen alle verkackt zu haben und scheinen jetzt wirklich, mehr oder weniger, ja, gefangen zu sein. So sehe ich das. So, und deswegen ist der Tod von ihm nicht so, aber ich glaube auch nicht, ey. Also, oder kann er sich machen, dass jetzt, also nochmal ein Bruder stirbt, nochmal mit der Feuerfrucht und am besten nochmal von Akainu, am besten von hinten, so, weißt du? Nee, ja, kein Fall. Aber die Sache ist halt, bei ihm könnte man auch so ein bisschen sogar die Karte ziehen, die wir eben bei Lysop gezogen haben, dass er zu seinen Kameraden gesagt hat, flieht ihr, ich halte sie auf, und dann natürlich zwei Admiräle gegen nur Sabo, ein bisschen too much ist, weißt du? So, dass das vielleicht der Hintergrund war. Aber auf der anderen Seite, ja, es ist einfach derselbe Plot nochmal. Die Sache ist halt, Möglichkeit Nummer 1, er ist schon tot, ist so unwahrscheinlich, dass wir, also das würde Oda nicht machen. Und Möglichkeit Nummer 3 quasi, also Nummer 2, man befreit ihn direkt aus dem Gefangenenstatus, aber Nummer 3, vor der Hinrichtung wird man versucht man ihn zu befreien. Das ist halt auch nochmal so Recycling auf anderer Basis. Ja. Deswegen, also so von 3 Möglichkeiten sind halt 2 extrem, extrem unwahrscheinlich, aber die zweite Möglichkeit, dass er in Impel Down Gefängnis ist und gerade in Impel Down ja so viel möglich ist, weil man darf nicht vergessen, Bon Clay will man rausholen eigentlich. Morley, wenn er auch mitgefangen wurde, ist schon mal aus Impel Down ausgebrochen. Das heißt, er weiß eigentlich, wie es geht, und man hätte die Möglichkeit, dass die von alleine da rauskommen. Es gibt halt so viele Möglichkeiten, das wieder reinzubringen. Auch im zweiten Impel Down Arc hatten wir ja auch beide schon mal bestimmt Videos zu gemacht. Deswegen, das ist die wahrscheinlichste Möglichkeit. Aber Sabos Tod ist möglich, aber zum Beispiel Lysops ist wahrscheinlicher. Ich denke das soweit dazu. Denke ich auch, gerade weil Sabo erst wieder so zum Leben gerufen wurde, aus dem Leben gerufen wurde, so, aus, weißt du, dass Oda ihn wieder eingeführt hat, sodass er überlebt hat und so, und das hat ja auch selbst Dardan gesagt, und auch, ich finde, eigentlich, also es macht jetzt auch keinen Sinn natürlich, dass ein Dragon stirbt, so, aber eigentlich macht es Sinn, dass vielleicht ein Sabo irgendwann die Revus anführt oder so, sollte Dragon das Ganze ja, da nicht überleben, schon, aber eigentlich schon. Aber ein Dragon haben wir jetzt noch 0% in der Story gehabt,
Und jetzt schon über seinen Tod zu reden, wäre irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, das wäre ein bisschen albern. Ja, man kennt ja auch nicht, also Dragon hat ja, sag ich mal, die Revolutionsarmee auch eingeführt, um das System grundlegend zu verändern, aber weil er das System für falsch hält, das ist ja kein, also irgendwo ist es schon sein Lebenstraum, aber weißt du, es kann ja auch sein, dass er noch irgendwelche anderen Ziele hat, die er aber aufgrund dessen nicht verfolgen kann, weißt du? Ja. So, man kennt den Charakter Dragon zu wenig, es kann ja auch einfach sein, wenn sich das System ändert, dass er, also doof gesagt, irgendwas anderes machen möchte, was man danach halt erst anstreben kann, wenn das System der Weltregierung gestürzt ist, so. Deswegen, ist man weiß zu wenig von dem Charakter Dragon, um jetzt zu sagen, ja Leute, der stirbt wahrscheinlich safe, so. Aber natürlich, Sabus, der zweite der Revus, dass er sie irgendwann mal anführt, ist halt die Sache. Die Frage ist ja auch, ob man überhaupt noch eine Revolutionsarmee braucht, wenn die Weltregierung am Ende wirklich gestürzt ist. Aber das muss man dann halt auch, abwarten. Aber auch, finde ich, eine gute Brücke zum nächsten Charakter mit Impel Down, zweiter Arc. Ja. Weil der nächste Charakter, Doflamingos Zeit läuft ab. Also den seine Zeit läuft einfach ab. Er hat schon selbst die Assassinen angesprochen, die ihn töten sollen. Aber, also ich sag mal so, wenn Doflamingo 10 Karten in der Hand hatte, die er ausspielen kann mit irgendwelchen Wissenswerten für die One Piece Geschichte, beispielsweise Teufelsfrucht der Wachen, Kaido-Stärke, Smile-Teufelsfrucht und so weiter und so fort, dann hat er jetzt nur noch so ein, zwei Karten in der Hand, eigentlich nur noch eine Karte und das ist der Schatz von Mary Joa. Und wenn er die Karte ausgespielt hat, dann gibt's für den Charakter nichts mehr zu holen, so weißt du? Naja. Das ist halt die Sache. Er hat sich das ja auch mit den Kaisern jetzt versaut, so. Also ein Kaido will seinen Kopf und Kaido will ihn zerreißen in der Luft. Und ich weiß nicht, ansonsten, na, er weiß zwar viel, so, das ist halt die eine Sache, so, er weiß viel, aber er hat viel zu viele Gegner, er hat einen Kaiser, der ihn töten will, er hat die Weltregierung, die ihn umbringen will, ich weiß nicht, also, er hat auch keine Zukunft da draußen und selbst da drin bangt er um sein Leben fast schon, also ihm ist das eigentlich gleichgültig so, ne, ob er stirbt oder nicht, aber es ist trotzdem so, dass er, keine Ahnung, eigentlich auch wenig Überlebenschancen hat, so, für mich wäre er auch ein Kandidat und es wäre auch, er ist nicht traurig an sich, weil er ist ein cooler Antagonist, aber ey, er hat auch viel Scheiße gemacht, so. Also es wäre auch so moralisch für uns als Zuschauer nicht so schlimm, weil weißt du noch, wo er Ost Junior das Bein abgerissen hat, so? Ja, einfach und dann noch so gelacht hat. Ja. Oder auch so Joe so als Marionette genutzt hat und so für ihn alle Schläge. Also der generell auch wie er in das ganze Königreich Dressrosa gekommen ist halt das Barbarischste, was man jemals gesehen hat. Er sagt allen, dass sie ihr Geld zusammentreiben sollen und so und dann mit König Rico unter dem Faden sticht er seine eigenen Bewohner ab und so. Ja. Es ist so krank böse und man darf halt nicht vergessen, normalerweise Antagonisten in One Piece werden dann wie zum Beispiel Sir Crocodile oder Caesar Crown in ein positives Licht gerückt. Das heißt, sie helfen den Ströten irgendwann. Das heißt nicht, dass sie direkt passé gute Menschen sind, aber dass sie halt irgendwie wieder auf so einer positiven Seite stehen. Oder man macht es halt so, dass man sie komplett rausnimmt. Wie zum Beispiel Enel schickt man auf den Mond. Klar, Comeback möglich. Oder Hordy Jones. Die Nebenwirkungen der Pillen sind, dass er enorm alt ist. Das heißt, er ist auch komplett raus. Der ist weg. So, der wird auch nicht mehr vorkommen. Ja. Aber bei Flamingo ist es halt so, er ist zu böse, um ihn in ein gutes Licht zu rücken. Er ist aber auch nicht so komplett rausgenommen worden. Er ist nicht auf dem Mond, er hat keine Nebenwirkung durch irgendwelche Pillen oder so. Er ist in Impel Down Gefängnis und das Impel Down Gefängnis hat noch viele relevante Charaktere mit sich, wie zum Beispiel Bon Clay und so, die alle noch thematisiert werden müssen oder zumindest irgendwie in Angriff genommen werden müssen. Und deswegen läuft halt seine Zeit einfach ab, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er halt am Ende von One Piece, wenn Ruffy Piratenkönig ist, immer noch in irgendeiner Zelle sitzt, so weißt du? Ja. Das wäre halt auch komisch, so. Deswegen, man muss die Charaktere abschließen und bei ihnen ist halt so von den ganzen alten Antagonisten die Wahrscheinlichkeit halt am größten, so, weil er halt komplett rausgenommen wurde. Gecko Moria hat man zum Beispiel auch jetzt wieder bei Blackbeard reingebracht, aber ihn will ja keiner mehr irgendwo reinbringen. Kein Kaiser will ihn, weißt du, es ist halt alles so. Ja, die Frage ist aber, schwierig. Wie könnte ein Doflamingo sterben? So, wir haben zwar einen Kaido, so, der kommt in Frage, aber das Ding ist, ein Kaido ist jetzt gerade im Geschehen auf Onigashima mit Ruffy und so. Und eigentlich muss es 100% so sein, dass Kaido da jetzt das Zeitliche segnet, beziehungsweise besiegt wird erstmal von Ruffy. Und ich weiß nicht, also. Ja, diese Assassinen sind halt die Sache. Ja, das könnte wirklich sein. Wer ist das? Wie viele sind das? Es ist halt die Sache so, weil er dann auch sagt, Magellan, beschütze mich. Die Frage ist ja auch, ich meine, angenommen, die Himmelsdrachenmenschen schicken da Assassinen hin nach Impel Down. Die müssen nach ganz unten nach Level 6. Das wird schon mal nicht so einfach. Die werden da ja auch nicht einfach so durchmarschieren, wenn die vorhaben, irgendwelche Insassen zu töten. Und Magellan, die kennen ja auch Magellans Einstellung so.
der wird das auch nicht einfach so zulassen. Deswegen ist das die Sache. Die werden ja, also es wäre doof, wenn die sich einfach verkalkulieren und da so 2-3 Dudes hinschicken, die voll schwach sind, so, weißt du, und dann funktioniert der Plan einfach dessen nicht, weil voll viel Stärke fehlt, so. Weil die 5 Weisen sind ja eigentlich auch nicht auf den Kopf gefallen. Deswegen, ja, I don't know. Also, aber eigentlich, guck mal, eigentlich hat doch, gehört Impeldown ja auch zu der Weltregierung. Eigentlich könnten sie da reingehen und so und könnten ja sagen, was sie wollen, theoretisch, so, ne? Theoretisch schon. Aber Shiryu, man darf ja auch nicht vergessen, Shiryu hat ja auch Insassen getötet, ja, und lag danach selbst in der Zelle, so. Ist halt die Frage, ne? Ja. Ah, stimmt. Ja, muss man gucken. Also Doflamingo ist halt wirklich einer der wahrscheinlichsten Charaktere, der halt einfach der hat halt einfach ausgedient. Der hat noch eine Sache im Petto und wenn er die erzählt hat, dann gibt's für den Charakter nicht mehr viel zu erzählen. Es wäre doof, wenn er dann so sagt, ich habe da noch was Interessantes, so, weißt du, so, was er vorher nie angesprochen hat. Deswegen, das finde ich, passt dann irgendwie nicht so gut. Glaube ich auch nicht. Aber Leute, zum nächsten Charakter können wir auf jeden Fall eine Menge sagen. Und zwar Shanks, liebe Leute. Shanks haben wir auch mit auf die Liste genommen. Als ein Charakter, der sterben könnte. Es ist einfach wahrscheinlich und es ist auch schon so eine ursprungsalte, das ist so eine Uralt-Theorie. Wirklich, die gibt es schon ewig, dass Shanks irgendwann stirbt. So, warum? Ja, wo kommt der Gedanke her? Ich weiß auch nicht. Also natürlich, weil er irgendwie auch der Mentor ist von Ruffy. Weil er ihn, ja, weil das auch nochmal was Emotionales loslösen würde in Ruffy. Und ich weiß nicht, irgendwie ist er halt perfekt so, wenn man auch Mangas und Animes anguckt, der Charakter, der einfach das Zeitliche segnen muss irgendwann. Ja, das war also, ehrlich gesagt so. Ich finde so, ja, ich finde halt so die Ursprungsgedanken dessen sind, wenn man Sabo rausnimmt, weil man Ace schon mal als Motivation genutzt hat und die Strohhüte alle bis zum Ende erstmal überleben sollen, bis zum letzten Krieg, ist halt Shanks der Charakter, der Ruffy wohl mit am meisten bedeutet. Das heißt, wenn man einen Charakter sterben lassen möchte aus einer Grundmotivation raus, typisch Anime-Manga geschehen, sprich einer stirbt, ich meine, in Dragon Ball gibt's das 100-mal so, weißt du, und dadurch wird der Charakter halt zu etwas weiteren getrieben, durchbricht seine eigene Grenzen so, dann ist halt Shanks das Naheliegendste, weil es halt der Charakter ist, der ihn so mit am meisten bedeutet. Außer der Charakter, zu dem wir danach kommen, der könnte auch nochmal eine Möglichkeit sein. Und zweitens ist halt auch die Sache, wenn Ruffy Piratenkönig wird, muss er halt Kaido, Big Mom und Blackbeard und so übertroffen haben und das halt in einen kämpferischen Dasein, also er muss sie übertroffen haben, weil er, man muss sagen können, dass Ruffy Big Mom in 1 gegen 1 besiegen könnte, wenn es denn soweit käme. Das muss passieren, damit Ruffy auch ein akzeptierter Piratenkönig ist. Aber die Sache ist halt, man weiß ja nie, ob er Shanks besiegen könnte in einem ernsthaften 1 gegen 1. Und wenn dann Ruffy Piratenkönig ist, und man hat immer im Hinterkopf, dass ein Shanks ja in der Lage war, einen Kaido zu stoppen und eigentlich auch voll der krasse Typ ist, der ohne Teufelsfrucht in so einem krassen Status ist und auch in dem Alter, dann denkt man sich immer so, ja, ist Shanks vielleicht nicht doch ein bisschen stärker, dann ist doch eigentlich komisch, dass Shanks nur so ein Kaiser ist und Ruffy dann Piratenkönig, weißt du? Ja, ja, das ist halt echt so ein Ding, ne? Also, er müsste irgendwann auch irgendwie Shanks übertreffen, aber ich weiß nicht, wie man das machen könnte, so, weißt du? Also, die beiden ein Kräftemessen und so, das ist zwar immer so die Standardaussage, aber, na, ich weiß nicht, vielleicht, also, es gab ja damals schon, wie es scheint, einen Kampf zwischen Shanks und Blackbeard, ne? Um jetzt auch mal um den Ursprung zu, also den Todesursprung so ein bisschen drauf sprechen zu kommen. Meiner Meinung nach ist Blackbeard der am realistischen ist, der ihn umbringt, so, weil die haben damals schon mal gekämpft und Blackbeard meinte auch damals schon bei Marineford, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, also irgendwann kommt nochmal der richtige Zeitpunkt, Shanks anzukämpfen und er hat Shanks schon damals wahrscheinlich ohne die Finsternis, also nee, ich glaube, es ist bestätigt, ohne die Finsternisfrucht, diese Narben verpasst und sonstiges mit irgendeiner versteckten Fähigkeit und dieser Krallenwaffe. Also der wird noch irgendwas in der Hinterhand haben und jetzt hat er, wie gesagt, noch die Finsternisfrucht, jetzt hat er noch die Bebenfrucht und was nicht, vielleicht sogar noch andere Kräfte, man weiß es ja nicht. Eine starke Crew, ja, natürlich. Also ja, kann er nur noch stärker sein, so als er damals, als wie damals, als er damals schon Shanks verletzt hat. Deswegen ist es auch wahrscheinlich, dass er ihm wieder überliegt, so. Auch viele Leute wollen es nicht wahrhaben, so, viele Leute wollen es nicht hören, so, dass Blackbeard stärker als Shanks ist, so, aber es ist einfach Fakt. Und deswegen, Leute, ich bin ehrlich, Blackbeard könnte der sein, der ihn umbringt am Ende. Ja, deswegen, also bei Shanks sehe ich halt so neben Lysop die Wahrscheinlichkeit mit am größten, so. Also Sabo und Doflamingo halte ich für nicht so wahrscheinlich wie Shanks und Lysop, weil, ja, Shanks, man, es tut einen so weh im Herzen, aber Shanks ist halt ein Charakter, der sehr gut zum Sterben in One Piece passen würde, weißt du? Ja. So, um so einen Tod zu symbolisieren. So der den Krieg bei den ersten relevanten 2 Toten beendet hat, ist vielleicht auch der in den nächsten Krieg dann das Zeitliche segnet, wer weiß. Also Shanks mit das Wahrscheinlichste auf jeden Fall. Der nächste Charakter, ich habe es eben schon angeteasert, auch
Könnte man auch als Motivation für Ruffy nutzen, aber es ist halt auch ein komischer Gedanke, immer nur zu sagen, als Motivation für Ruffy lässt man den sterben. Aber Garp. Garp ist halt ein Charakter, er fällt auch so ein bisschen in dieses Raster wie Rayleigh, dass man auch einfach sagen kann, okay, wenn One Piece zu Ende ist, gibt es nochmal vielleicht einen Timeskip von 20 Jahren, man sieht, was die Ströte dann machen. Und dann ist natürlich auch schwierig, ob ein Garp dann noch am Start ist, theoretisch schon, why not, aber ob er dann vielleicht auch einfach so gestorben ist. Die Sache ist halt bei Garp, man hat schon gesehen, wie er ausgerastet ist, als Ace getötet wurde und er wollte Akainu wirklich töten. Und wir wissen durch den Manga-Stand, durch den Flashback von Garp, dass er das auch geschafft hätte, wenn er es denn wirklich wollte. So. Ja. Also Garp ist nicht in der Position, dass er auf Akainu zuläuft und Akainu sich umdreht und sagt, was willst du denn, und Akainu haut ihn zum Boden. Garp hätte mit denen so den Boden aufgewischt. Und deswegen ist Garp auf jeden Fall ein Charakter, der dazu in der Lage wäre, sich gegen Admiräle zu stellen. Warum das Ganze? Beispielsweise Sabo oder auch Ruffy könnten so ein bisschen das Fass zum Überlaufen bringen, dass er sagt, nochmal werde ich das nicht erleben und stellt sich dann dagegen. Oder wir wissen auch, er ist immer nur Vizeadmiral gewesen, weil er sonst ein direkter Untergebener der Himmelsdrachenmenschen wäre. Das möchte er nicht, er hasst dieses Himmelsdrachenmenschensystem. Und wenn halt immer mehr ans Licht kommt und vielleicht das ganze System gerade am Kippen ist, dann könnte auch bei ihnen so der Punkt sein, wo er sagt, ach scheiß drauf, ist es sowieso nicht richtig, was ich hier mache, weißt du? Ja. Und sich dann dagegen stellen und im Kampf sterben. Er war zwar von Geburt an gefühlt immer bei der Marine so und immer 100% hinter der Marine. Die Sache ist mit dieser Sword-Einheit, weißt du, wie er damit drin steckt und so, das ist halt auch noch die Frage. Ja, das stimmt. Ne? Mhm. Also, ja, ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, er ist auch das schon Ding gut ist, alt. Für ihn gibt's halt, ja, für ihn gibt es halt so keinen Platz zwischen den Stühlen, sagen wir mal. Wenn er sich gegen die Weltregierung wendet, dann wird er ja nicht zwangsläufig ein Pirat. Er würde niemals ein Pirat werden und er wird auch in keine Crew passen, so, weißt du? Weil er sich dazu seinen Prinzipien zu treu ist, so. Das heißt, er sitzt halt zwischen beiden Stühlen und ist halt nirgendwo ansässig, aber klar, er ist halt auch einfach alt und könnte sich auch einfach so zur Ruhe setzen danach. Deswegen, Garp ist eine Möglichkeit, aber, also Garp ist auch ein zu guter Mensch, so, weißt du, um den zu töten, I don't know. Das ist ja, halt. Das stimmt schon, aber für mich ist er auch ein Kandidat, so, das wäre auch emotional für uns Zuschauer, es wäre auch gerechtfertigt in der Story, es wäre auch cool, wenn er sich am Ende, wie gesagt, gegen die Marine auflehnt, das wäre so richtig krass irgendwie, auch für die Marine, als Held der Marine, so sein Beiname ist Held der Marine, und dann, ja, kämpft am Ende gegen die Marine, steht auf der anderen Seite, das wäre zu heftig, ihm müssen eigentlich nur mal so richtig die Augen geöffnet werden, obwohl ich glaube, er weiß eigentlich schon vieles so, meinst du, er weiß von Imsama? Ja, das ist schwer, also ne? wenn er schon, ich meine, die Himmelsdrachenmenschen sind zwar böse, also haben Sklaverei und sowas, und das wir Garp auch wissen, aber die Sache ist halt, ob er, wenn er von Imsama weiß, ist das vielleicht nochmal ein Grund mehr, warum er nie als Admiral gelten wollte, weißt du? Ja. So, weil Imsama ja nochmal so, er setzt sich da auf den Thron, wo keiner drauf sitzen sollte und so, ja. Also er ist halt so lange im Geschäft und er hat so viel erlebt und zum Beispiel, wo die Weltregierung sich für den God Valley Vorfall und so, da muss ja irgendjemand mal auf Garp zugekommen sein und ihn so ein bisschen davon erzählt haben, was da eigentlich abgeht und auch von Roxy Zebek und so, also der muss ja in das Tiefste eingeweiht sein eigentlich und deswegen, wenn ein Admiral, sprich Vizeadmiral, Flottenadmiral oder sonst wer, davon wissen sollte, dann halte ich Garp für das Wahrscheinlichste. Ja. Würde ich schon sagen. Denke ich auch. Das wäre auch so krass, ey. Also, ja, okay. Wir wissen, er ist richtig stark, Mann. Ey, er hat damals, wie gesagt, Zebek und die ganzen Rockstar gebumst, so. Also, ich weiß nicht, gegen wen könnte er denn sterben? Ist mal so gesehen. Ja, also, das Ding ist, ich würde schon, also, nicht ausrasten, Leute, weil ich gerade ja gesagt habe, dass Garp definitiv in der Lage wäre, Akainu zu töten. Man darf aber auch nicht vergessen, auch ein Whitebeard wäre in der Lage gewesen, einen Akainu zu töten, irgendwie, irgendwo. Aber da haben ja ganz viele andere Faktoren mit reingespielt, weißt du? So, ja. Der Whitebeard hat jetzt schon vorher von Squado durchlöchert, Kanonenkugeln in die Fresse, Schwerthiebe von anderen Marinesoldaten, ist selbst krank und alt. Und man darf nicht vergessen, wenn noch mehr Zeit in One Piece vergeht, Garp ist auch nicht mehr der Jüngste, kommt auch nicht mehr an die alte Stärke ran. Und dann braucht es ja bei ihnen auch nur mal ein Lucky Treffer von Akainu, wo seine Faust in Garps Bauchraum sitzt. Und dann ändert sich das Ganze vielleicht auch mal, weißt du? Weil, wie gesagt, Whitebeard wurde ja auch vorher schon von Kusan vereist, von Kizaru beschossen und so. Deswegen, wenn da halt mehr zusammenkommt, wenn halt viele Faktoren Garps schwächen und dann Akainu den Last Hit macht, wäre das schon möglich. Und wäre halt so. Also, das könnte ich mir vorstellen, wenn ja jemand aus der Marine es wäre, dann glaube ich Akainu.
Ansonsten, wer könnte ihn sonst noch töten? Oh, ich weiß nicht, ich könnte ja, für man könnte ganz, ganz, ganz tief buddeln. Leute, ich sag jetzt schon mal 0,01% Chance, dass das besteht. Wenn Roxy Zabek noch leben würde, dass er vielleicht dann, weißt du, ja, aber das wäre ein cooles Zeichen so auf den, ne? Ja, das, ja, das, das aber ist sonst richtig. Ist cool, aber glaube ich nicht. Ja, so. Glaube ich auch nicht, aber es... Ja, Digga, das darf man auch nicht. Also ich weiß nicht. Aber ja. Ey, ganz ehrlich, also ey, ich bin ein Freund davon, dass Zabek nochmal irgendwie in irgendeiner Form zumindest wiederkommt. Ob er in einer Zombie-Form oder so. Ja, warum schreibt man nicht einfach in dem Manga, dass er tot ist? Nicht, dass er geschlagen wurde, besiegt ist, so sonst was, dass die Rocks zerschlagen wurden, sondern einfach Rocks, die Zabek ist tot und die Rocks-Piraten sind zerschlagen. Okay, aber nein, das schreibt man da nicht hin. Und wenn man da etwas nicht hinschreibt, dann... Ja, und dann, Digga, führt man die ein und dann kommt ein paar, ein, zwei oder sogar in dem Chapter kommt noch, oder davor, kommt Blackbeard, wie er sagt, er will sich etwas holen, so, weißt du, es ist schon... Digga, das ist schon echt interessant alles so. Ah, ich weiß nicht. Ey, ganz kurz, off-topic ist mir gerade eingefallen, aber in den aktuellsten One Piece-Kapiteln mit den Roger-Piraten, wo die da alle stehen und so ein bisschen jünger sind, weißt du? Ja. Ich hätte mir echt gewünscht, dass man da Bullet sieht. Ja, ich auch, Mann, ey. So doll. Ich hab richtig gesucht, so, hä, Bullet, Bullet? So, ja. So alle Gesichter abgescannt, Mann, aber... Das wäre echt cool gewesen, Bullet. Weil man zeigt ja auch Shiki und so die ganze Zeit, selbst im Manga kennen. Ja, deswegen, Shiki ist kennen, Leute. Und ja, das Ding ist, es gab, bevor man jetzt Oden offiziell gesehen hat, also richtig mit seiner Fresse und so, da hat man immer die Silhouetten gesehen, ne? Und man hat ja auch kurz, bevor man ihn trotzdem enthüllt hat, hat man ja kurz... Ja, Oden. Ja, da hat man kurz so die Silhouetten gesehen, wie er bei Rogers Crew war, ne? Wie die alle angestoßen haben, so, mit Oden auch. Und da gab es ein Bild, da hat man rechts diesen komischen Fischmenschen, weißt du? Ja, ja, in der Mitte diesen Seagull, diesen großen, also es gibt da so zwei riesen Charaktere bei Rogers Crew. Und links hat man so einen Arm gesehen, Digga. Und da... Und der sah nach Bullet aus. Das war Safe Bullet, weil es gibt sonst keinen, so noch einen größeren Charakter, der... So, sonst gibt es immer nur diesen Seagull und diesen komischen Fischmenschen, den wir jetzt auch wieder gesehen haben, mit diesem Fischkamm auf dem Kopf, so, aber... Naja, ich glaube, das war Seagull. Das war Bullet, Digga. Ja, so. Nächster Charakter auf der Liste, auf der Todesliste, Leute, ist auch ein cooler Charakter, auch wieder so ein Eigenbrötler, und zwar Mihawk, liebe Leute. Warum ist Mihawk hier drauf? Also, das ist nun mal die Geschichte mit Zoro. Also man kann das einfach so sehen. Er ist der stärkste Schwertkämpfer, Zoro will der stärkste Schwertkämpfer werden. Eigentlich könnte man sagen, die beiden müssten irgendwann kämpfen, ein Kräftemessen haben, so Zoro wird ihn dann irgendwann übertreffen und dann ist er der stärkste Schwertkämpfer. So, so wäre das Märchen zu Ende und das, so wäre die Bilderbuchgeschichte, Leute. Aber es ist ja oft so, dass es nicht so ist. Und es wäre auch viel cooler, weil ich wüsste nicht, ob ein Zoro komplett all-out gehen könnte gegen seinen Mentor, wo er jetzt zu ihm aufsieht und so. Es wäre vielleicht wirklich cooler, das so zu machen, wie viele sich das auch vorstellen, und ich habe es auch schon oft erwähnt, du auch bestimmt, dass Mihawk gegen jemand anderes verliert, ob es jetzt ein Shiryu ist oder ein anderer starker Schwertkämpfer, der noch auftaucht. Ein Schwertkämpfer, der auf jeden Fall in der Lage ist, mit irgendeiner Fähigkeit, mit irgendeiner Technik, mit irgendeinem Schwert, Mihawk zu besiegen. So, und dadurch dann stärker als Mihawk ist, sozusagen. Und dann müsste Zoro den anderen Charakter besiegen und den könnte er dann auch mit seinem kompletten Hass, mit seiner kompletten Emotion und so, könnte er dann auch da reinstecken in den Gegner, weil der nun mal auch Mihawk umgebracht hat und ihn auch so mäßig die Chance geklaut hat, nochmal gegen Mihawk anzutreten. Das ist ja auch natürlich ärgerlich für Zoro. Und so könnte man Mihawk meiner Meinung nach töten, dass jemand in der Lage ist, ihn ja irgendwie zu übertreffen. Und eigentlich, ey, bin ich ganz ehrlich, in der ganzen Peace-Welt, da kommt für mich eigentlich nur, weiß ich nicht, Shiryu oder Vista oder so, aber Vista ist auch schon unrealistisch. Eigentlich kommt da nur Shiryu in Frage, so. Ja, ich glaube auch, wenn man in die Richtung geht, dann muss jemand anderes Mihawk besiegen und Zoro kann denjenigen dann ruhigen Gewissens töten, sage ich mal. Aber wenn halt Zoro gegen Mihawk kämpft, ist halt die Sache, sollte Zoro dann Mihawk überlegen sein und den Kampf gewinnen, so wie Mihawk auch den damaligen Kampf gegen Zoro gewonnen hat und ihn quasi nur schneidet, aber am Leben lässt, sage ich mal, dann wäre das nicht richtig aus der Motivation heraus, dass Mihawk ja immer auf der Suche ist nach jemandem, der ihn besiegen kann, und wenn Zoro ihn besiegt hat, dann würde ja Mihawk nicht sagen, ja gut, dann setze ich mich jetzt auf meiner Insel zur Ruhe und chill ein bisschen, sondern er würde ja mit Ach und Krach versuchen, weiter auch noch stärker zu werden, um Zoro wieder zu übertreffen. Und das wäre halt so ein ewiges Hin und Her, ob man dann so am Ende von One Piece sagt, okay, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute mäßig, weißt du so, und die clashen dann jeden Tag aufs Neue. Ist halt schwierig, glaube ich nicht. Man kann natürlich auch einfach sagen, okay, irgendjemand schneidet Mihawk beide Arme ab, dann ist er zwangsläufig auch nicht mehr der beste Schwertkämpfer, aber
wenn man halt so einen Weg nicht geht, und ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand mir bei der Arme absäbelt oder bei der Hände, aber wenn man diesen Weg nicht geht, dann muss Mihawk halt sterben, um für Zorro den Weg frei zu machen, so, weißt du? Ja, ja. Und das ist halt, da ist halt der logische Schritt, okay, ein Schwertkämpfer besiegt, ist es halt wichtig, dass es ein Schwertkämpfer ist, ein Schwertkämpfer besiegt Mihawk, ist selbst der beste Schwertkämpfer, und danach besiegt Zorro den und tötet den halt. Das ist der wahrscheinlichste Weg. Dass ein Zorro und Mihawk tötet, macht ja auch keinen Sinn so. Warum sollte er denn noch so einen Todesstoß ansetzen, wenn er ihn schon bezwungen hat, so, weißt du? Ja, ja, vor allen Dingen Mihawk hat ihn damals am Leben gelassen, netterweise, ja. So, weißt du. Und er dann so, ja, keine Gnade, und zack, metzelt ihn so ab, sticht ihn so das Messer in den Rücken. Das kann er nicht bringen. Nee, das glaube ich nicht. Ja. Das kann er nicht bringen. Ja, aber ich sag mal so, es gab ja diese Theorie mit Kapitel 944, dass Mihawk stirbt so, wegen der Cover-Story. Ja, Leute, das war natürlich Blödsinn, so, das ist klar, aber trotzdem, ich bin ehrlich, es liegt jetzt auch gerade nahe, Pirona ist aufgebrochen zu Blackbeard und so, das ist auch so eine Geschichte, da kann man kurz dran ansetzen, Pirona war ja die ganze Zeit mit Mihawk jahrelang, also 2 Jahre, und ey, er hat noch gesagt, jahrelang, ja, 2 Jahre, also sind jahrelang, nee, dann hat, ja, hat er auf jeden Fall gesagt, so, pass auf dich auf, so, und sie bricht zu Blackbeard auf, das Ding ist, okay, nicht nur das so, ne? Ich habe ja erst gedacht so, Mihawk segelt jetzt vielleicht hinterher so, ja, und passt auf, aber... Darüber hatten wir sogar im Podcast gesprochen, ja, ne? Dass Mihawk hinterher segelt und dann auf die Blackbeard-Piraten trifft, so. Aber das war sogar Kapitel 944, ja, ja, Talk. Das war sogar das. Aber nee, jetzt kommt ja was ganz anderes. Ja, jetzt kommt ja, dass die Marine da vor seiner Haustür steht und da mit Schiffen und nicht nur die Schiffe, so normale... Leute, ist klar, jeder normale One-Piece-Fan denkt sich, die Marine so dumm, so kommt da hin, so, aber... Leute, die haben sich schon was dabei gedacht, wenn sie zu Mihawks Haustür, die haben, Mihawk war in 7 Samurai der Meere, die wissen ganz genau, wie krass der ist. So, jetzt stehen sie vor seiner Haustür mit Schiffen und einer neuen Erfindung von Vegapunk, und die Erfindung muss so krass sein, dass sie sich einfach so sicher sind, dass sie einen Mihawk bezwingen können. Also, ey, ein Akainu hat das ja alles befehligt, der wird das ja nicht machen so, wenn er die Schiffe danach alle verliert. Das ist, ja, Leute, das dürft ihr nicht so über einen Kamm scheren. So. Vor allen Dingen, die haben ja auch alle, sprich Akainu, auch ein Kizaru, der da vielleicht ein bisschen mit involviert war und so, die haben ja alle Mihawk auf Marineford gesehen. Der Mann hat nicht einen Kratzer bekommen, so, weißt du. Der hat absolut abgeliefert in jederlei Hinsicht, und da werden die nicht, also werden die jetzt nicht reinscheißen und da nur Vizeadmirale hinschicken oder so. Das wird nicht passieren. Deswegen... Auch hier vielleicht nochmal ein kurzer Punkt, es muss natürlich nicht ein Pirat sein wie Shiryu, der Mihawk besiegt. Es kann natürlich auch einfach sein, dass sie da jetzt einen Fujitora und einen Green Bull hinschicken. Green Bull vielleicht ein Schwertkämpfer ist und kein Teufelsruchnutzer, und dann haut der da seinen Schwertkampf auf den Tisch und besiegt vielleicht Mihawk damit und ist dann Green Bull so gesehen der stärkste Schwertkämpfer, weißt du? Und ja, dann kämpft halt Zorro gegen Green Bull. Auch sehr gut möglich. Kann man auf jeden Fall auch machen, halte ich auch für eine gute Theorie, dass Green Bull in die Richtung geht, aber die werden da jetzt keine, also... Leute, ihr braucht euch keine Sorgen machen, da werden jetzt nicht 50 Marinesoldaten auf den Schiffen jeweils sein und sprich so 200, 300 Soldaten und dann noch 2 Vizeadmiräle. So, das wird keiner machen, weil Akainu weiß safe, dass die einfach sterben und gut ist. Ja, ist so, also ist so, das ist echt so. Ich glaub's auch nicht, auf keinen Fall. Viele sagen immer, wie dumm die sind, aber nee, Leute, ich glaub, die sind nicht dumm. Also, von den Samurai, wo die haben ja zu allen Leute geschickt, so bei Edward Weeble, bei Bo Hancock und so. Und man darf nicht vergessen, Mihawk ist alleine auf der Insel, und das werden die auch irgendwie mitbekommen haben, dass er zumindest als Person da alleine ist, er jetzt keine Crew oder sowas hat, werden die trotzdem bei ihnen wohl mit die meisten Leute hingeschickt haben. Natürlich ist Bo Hancock mit dem ganzen Kuja-Volk, ist die natürlich auch krass, da sind viele dabei, die auch Haki nutzen und so, aber ich glaube, Mihawk wird da schon die größte Aufmerksamkeit mitbekommen haben. Ich glaube auch, und wir werden auch, glaube ich, denke ich mal, zwischen den Aktwechsel jetzt wieder bei Wano Kuni Zeuge, dann, was da weiter passiert, so hoffe ich zumindest. Ich hoffe nicht, dass wir nicht das sehen, was da passiert. So, ich würde gern ein bisschen das vom Ausmaß sehen, was sie da jetzt für 3 Jahre warten. Was für eine Erfindung das ist. Ja, das Ding ist, ich glaube inzwischen, dass der Flashback von Oden, das Ganze, das ist ja echt lang, dass das ein Akt ist, so, weißt du? Dass das so Erklärung ist und dann so ein bisschen, ja, mit am Ende dieser traurigen Story, dass er stirbt. So geil, ne, Roger da einfach zu sehen, wie er da so einen Marinesoldaten so hält, wie so ein, weißt du, woran mich das erinnert? Leute, off-topic des Todes, aber,
es hat auch nicht mal direkt was mit One Piece zu tun, aber wo Roger diesen Typen da von der Marine so hält und dann so locker da so ist, wie so ein Guten-Morgen-Training, hat so mich so ein bisschen erinnert an Netero aus Hunter x Hunter, wo er da in diesen Raum diese Ameisen so alle gekillt hat, ja, in so einem Trainingsanzug, ja, so, weißt du? Ja, ja. Einfach so komplett King, ist so überhaupt kein Kratzer, besiegt einfach alles locker flockig so. Und wärmt sich da eigentlich nur auf. Also Roger muss so ein Piece gewesen sein. Und er hatte wieder das Schwert in der Tasche. Der, I don't know. Ey, ist auch krass. Ich fand's auch richtig heftig. Und nächste Woche, ey, boah, Leute. Also vielleicht, ey, wenn ihr das jetzt hört, ist das Chapter schon rausgekommen. Aber, oh, es ist echt krass. Ey, ich freue mich richtig doll. Also dann auch die beiden zu sehen, so wie es scheint, Whitebeard und Roger, wie sie kämpfen. Also, aber stell dir mal vor, die Sache ist halt, ob man es so macht wie bei wie bei Oden und Whitebeard, quasi so ein Schlagabtausch, man sieht die Haki-Blitze und so, aber was auch mega geil war, eins der heftigsten Panels auch, aber ob man bei Roger, ey Leute, es besteht die Chance, ein Roger gegen Whitebeard zu sehen und vielleicht es besteht die Chance zu sehen, was Rogers Kraft ist. Weißt du? Ja. Weil Whitebeard möchte ja Oden bei sich behalten. Also Whitebeard und Oden verstehen sich ja richtig gut und er nennt Oden einen Bruder, nicht einen Sohn. Er nennt ihn einen Bruder. Und diese Person, Whitebeard, der stärkste Mann überhaupt, kämpft gegen Roger im Primetime. Ey, wenn dann Roger seine Stärke zeigt, ne, puh, Alter. Digga, Alter. Stell mal vor, nächster Cliffhanger von Roger. Er beißt sich in den Finger und sagt Gear 2. Jetzt rast dich auf, Digga. Als ob er jetzt weiß, so weißt du, nee, einfach nur das Panel so damit beenden, dass er so in seinen Daumen reinbeißt, das reicht schon, da muss ja gar nichts stehen und dann einfach nur so Punkt, 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 weißt du? Aber Digga, nein. Das wird, Digga, wenn das oder machen würde, ich schwör's dir, ne? Das kann er nicht machen. Ey, das riecht so durch, Mann. Ohne Witz. Nee, aber, das ist ja so. Aber ich habe auch gedacht, vielleicht, und das ist wieder off-topic, Leute, aber ey, lass das für der Podcast da. So, dass sie vielleicht einen Davy Backfoyt machen um Oden, weißt du? Das klingt zwar erstmal albern, so, aber das ist so typisch One Piece. So, und Whitebeard kennt höchstwahrscheinlich auch den Davy Backfoyt durch die Rocks, weißt du? Die Rocks sind ja auch höchstwahrscheinlich, wie es scheint, zusammengewürfelt worden. Durch den Davy Backfoyt, weil der da nun mal gegründet wurde auf der Insel, wo auch die Rocks gegründet wurden, der Davy Backfoyt. Und die so zusammengewürfelt war, die Crew aus Big Mom und Whitebeard und so. Dass da vielleicht, weil du hast gerade gesagt, ich habe das auch letztens erwähnt, Whitebeard will ja Oden in seiner Crew haben. Die ganze Zeit so. Er hat ihn das aufgedrückt, dass er Divisionskommandant wird, der Zweiten da. Ja, aber wir wissen ja, Fakt ist, er wechselt die Crew. Er wechselt ja noch zu Roger. Also muss. Und ich glaube auch nicht, dass ein Whitebeard einfach sagt, ja, okay, gut, denn viel Glück, geh mal rüber. So, du hast schon recht, ey. Das wird auf jeden Fall eskalieren. Das wäre echt heftig. Also, oh, Leute, es ist, vor allem Roger hat auch direkt gesagt, ich will jemand aus dem Wano Kuni-Land und so. Damals war ja die Thematik, dass jemand aus Wano Kuni abhaut und so, noch was ganz anderes, so. Also, ich weiß nicht, man müsste eigentlich auch mal gucken, weil Whitebeard ja vorne an der Brust auch ein paar Narben hat, ob da eine Narbe weniger ist, sodass man darauf schließen kann, dass Roger das war, weißt ja, du? Ja, ja, das ist auch so ein Ding, stimmt, das ist auch Fakt, Digga. Ja. Whitebeard hatte noch keine Narbe und so, auf dem ja, safe. Und die kommt dann jetzt vielleicht. Echt. Ja, ey, das wäre so heftig. Und weißt du, was auch Fakt ist? Das muss ich jetzt auch nochmal kurz erwähnen. Ja, erzähl. Es ist ja, guck mal, dieses Gespräch, ne, zwischen Roger und Whitebeard, ne? Das kommt jetzt auch zu 100%. Weil Blackbeard ist ja jetzt seiner Crew beigetreten. Und Roger meint ja letztes Mal, dass es wahrscheinlich das letzte Mal ist, dass sie sich treffen. So, und jetzt müssen sie dieses Gespräch vielleicht fortsetzen, weißt du? Also das Gespräch kommt zu 100% jetzt. So. Ja, ja, und vor allen Dingen, ey, meinst du, oder droppt die D-Bombe dann? Weil Whitebeard fragt ja danach, ist jemand mit einem D dabei? Es könnte sein. Die Sache ist halt, so realistisch war es noch nie. Ja, und genau, das ist nämlich der Punkt. Es gab ja schon mal das Gespräch. Man hat es ja schon mal gesehen, wie beide sich unterhalten haben. Und man hat es auch schon gehört, was sie gesagt haben. Aber nur der letzte Satz war quasi, oder es waren wahrscheinlich noch mehr Sätze, aber der entscheidende Satz war weg. Und jetzt zeigt man ja nicht das Gespräch nochmal und lässt nochmal den entscheidenden Satz weg, wenn man das denn macht. Man kann natürlich auch einfach den Punkt überspringen. Also den Kampf, Oden kommt zu Rogers Crew und dann haben die beiden noch ein Gespräch und beispielsweise Oden ist gerade auf dem Schiff von Roger und sieht beide oben irgendwo sitzen, so, weißt du, wie sie sich unterhalten, so. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass man den Part so ein bisschen wie so ein Aal einfach sich da so rumschlingelt, aber
Oh, ich freue mich so sehr. Es wird so geil, Leute. Es wird so geil. Ja, und Oda meinte auch, dass dieser Flashback ganz, ganz wichtig ist. Wir sprechen gerade über Mihawks Tod im Punkt. Ja, ey, das ist alles noch, Leute, es fällt alles unter Mihawks Tod, ne, wisst ihr Bescheid. Alles unter Mihawks Tod. Das muss jetzt dazu erwähnt werden. Nein, nee, Leute. Das ist so geil. Muss einfach aus einem raus. Also wirklich die Chapter generell auch Oden als Charakter und so, ne, ist so traumhaft, ne. Finde ich auch richtig, bin ich richtig Fan von. Ey, dieser Flashback, der ist schon jetzt richtig krass, aber der wird noch viel krasser. So, ich denk mal, ich kann mir vorstellen, dass er noch 3 Chapter geht oder so. Ohne Scheiß. Ja, ey, vor allen Dingen auch voll heftig. Man muss auch, Leute, für euch auch immer so, dass wir so ausschweifen, liegt auch daran, dass Jan und ich echt selten dazu kommen inzwischen, über One Piece so zu reden. Und umso cooler ist es halt im Podcast, einfach mal sich so auch über die letzten Kapitel zu unterhalten, weißt du? Zum Beispiel auch, wie krass es einfach ist, dass so in ein Panel, nur so ein kleines Panel oben links so, wo Oden was in so ein Buch reinschreibt, ne, und alle direkt, oh shit, so, weißt du, was da alles drinstehen könnte, so, es ist so geil, es ist wirklich. Es ist echt richtig nice, ist auch gut, dass wir im Podcast darüber reden, ich glaube, ist auch besser so für die Leute. So, lassen wir aber über den nächsten Charakter trotzdem reden. Der nächste Charakter, ich finde, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass dieser stirbt in One Piece. So, wahrscheinlicher als noch bei vielen anderen. Und zwar Blackbeard, Leute. Weil Blackbeard nun mal der Antagonist ist, der Hauptantagonist. Und das ist wirklich eine Art von Antagonist, die anders ist als ein Doflamingo, Crocodile oder so. Ey, Blackbeard kann danach nicht weiterleben. So, der wird auch, selbst wenn Ruffy ihn besiegt, wird er sich wieder aufrappeln und wird danach wieder versuchen, weiterzumachen. Der lässt die nicht in Ruhe. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, einen Blackbeard auszuschalten, ist wirklich, ihn zu töten. So. Ja, glaube ich auch, weil klar, man kann jetzt auch sagen, ja, in Seesteinketten packt man ihn in irgendein Gefängnis und so. Aber Leute, also, es ist der Hauptantagonist. Das ist keiner, der danach, nachdem er besiegt wurde, sagt, ah, okay, ich lag falsch und wird dann gut oder so. Oder es ist keiner, der sagt, okay, du hast es mehr verdient als ich lasse meinen Traum jetzt ruhen. Nein, nein, einfach nein. Wenn Blackbeard möchte selbst oben an der Nahrungskette stehen und wenn er das nicht kann, dann versucht er alles, um es irgendwie mit hinterlistigen Mitteln zu erreichen. Und der sagt nicht nachdem er einen Kampf verliert, sagt er nicht, okay, ich lasse es bleiben. Das wird er niemals machen. Deswegen, für Blackbeard gibt es letztendlich nur den Tod, so. Es kann ja auch sein, also es muss ja nicht immer sein, dass jetzt Ruffy ihn so gefühlt die Kehle aufschneidet, das ja nicht, aber es kann ja natürlich auch einfach sein, dass vielleicht Blackbeard so verzweifelt ist, so, weil er den Kampf gegen Ruffy verliert, dass er dann einfach versucht, noch eine dritte Teufelsfrucht zu essen und dann daran stirbt, so, weißt du? Mhm. Weil er es dann einfach so aus Wut oder so aus Emotionen heraus irgendwie nicht gehandelt kriegt oder so, aber ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man Blackbeard am Ende in irgendein Gefängnis packt oder also Blackbeard ins Gute zu rücken, kann man theoretisch schon irgendwie irgendwo argumentieren, aber auf der anderen Seite gibt es auch einfach zu viele Charaktere, die damit niemals umgehen könnten. Was der alles schon gemacht hat, weißt du? Ja, so, dass, der Schuld allein. Ich meine, schlussendlich ist er auch dafür verantwortlich, dass Ace tot ist, so muss man einfach sagen. Er hat auch damals schon Fetch getötet, schlussendlich hat er auch Whitebeard getötet und so. Es gibt, man darf ja nicht vergessen, so ein Marco zum Beispiel, der würde niemals akzeptieren, dass Blackbeard jetzt Gutes in Anführungsstrichen und einfach so ein Freibeuterleben lebt, so, weißt du? So, das wird niemals passieren. Familie gründet und irgendwo zur Ruhe sich setzt. Ja, ja, auf irgendeinem Feld so Acker betreibt. So. Das ist auch Quatsch und außerdem hat er auch, er könnte sich ja nicht mehr zurücksetzen irgendwie, das ist glaube ich extrem schwer für ihn auch, so, weil er auch ein riesen Kopfgeld hat, ja, obwohl Rayleigh hat ja auch ein riesen Kopfgeld, höchstwahrscheinlich so, ne, hat es auch irgendwie geschafft, aber du weißt schon, was ich meine, so. Ich glaube, die Frage ist, wie könnte er sterben? Ja, also in meiner Meinung nach könnte das wirklich der erste Tod sein, also den ersten Mord von Ruffy, also dass er wirklich das auch wirklich will. Er hat wahrscheinlich schon unzählige Leute getötet, so nicht unauffällig, aber so, wie sagt man, unabsichtlich, so. Es kann ja auch sein, ey, ich hab gerade, oh. Was denn? Leute, haltet euch fest. Blackbeard kann ja Leute in seine Dunkelheit ziehen, ne? So, oder Sachen in seine Dunkelheit ziehen. Jetzt stellt man sich mal vor, man weiß ja gar nicht, wenn Menschen in der Dunkelheit sind, ne? Ja. Die überleben das ja eigentlich nicht, weil da gibt es ja wahrscheinlich keinen Sauerstoff und so, ne? Ja. Also, I don't know. Ich weiß, ja. Dass er da drin ist. I don't know, ganz komisch. Ja, ja, pass auf. Also, angenommen, einer der Lüssop. Nehmen wir Lüssop. Lüssop wird von Blackbeard in die Finsternis gezogen, ne? Und man weiß, oder Blackbeard sagt es von selbst, der erstickt da drinne oder der stirbt da drinne, der löst sich auf, was auch immer, es ist egal, Hauptsache er stirbt da drinne, er hat maximal noch so und so viel, 1-2 Minuten, dann muss Ruffy ihn zwangsläufig töten, damit halt die Teufelsfrucht weg ist, weißt du,
damit er vielleicht wieder aus der Dunkelheit rauskommt. Weil wir wissen ja, Blackbeard ist nicht die Dunkelheit, er umgibt sich nur mit der, und wenn er dann halt tot ist, so, vielleicht ist Ruffy dann gezwungen, weißt du, so heftig auf ihn einzuprügeln, dass halt er nicht nur das Bewusstsein verliert, sondern wirklich tot ist, so, damit die ganze Teufelsfrucht halt neutralisiert ist. Oh, das wäre so heftig, ne, wenn so ein richtiger Kampf gegen die Zeit, so, weißt du? Das wäre richtig krass, Mann, ey. Stell dir mal vor, er tötet Blackbeard, die Frucht löst sich auf, die Finsternis löst sich auf, alles kommt raus, so, und dann kommt ein toter Lüsser raus, und Ruffy hat sich, Alter. Toter Lüsser. Toter Lüsser. Scheiße. Oh Mann, ey. Ey, ja, aber das ist nur so ein Gedanke von mir. Ja. So nebenbei. Digga, der nächste, ja, das Ding ist, ey, das ist ein Blackbeard, irgendwie muss er sterben, und das ist er vielleicht in der Finsternis, ich weiß nicht. Kaido ist auch noch ein Kandidat, haben wir auch mit draufgenommen, Leute, weil Kaido einfach, weil er sterben will, so. Er will sterben, er hat das, glaube ich, letztens, also im Anime war er letztens, oder vor 2 Wochen oder so, hat er das auch wieder erwähnt, so. Also das war zwar Anime, aber da ist mir das wieder so vor Augen gekommen, dass er eigentlich ja sterben will. Er wollte sich auch umbringen und so, bei seinem allerersten Auftritt, so. Deswegen, ich glaube, wenn er wieder so einen Gegner findet, den er respektieren kann, der auch ihn ebenbürtig ist, dann wird er so wieder das Feuer in den Augen haben und wird dann aber auch wollen, so. Ja, wird aus sich rausgehen wollen, so. Und dann denke ich auch, will er sterben, so. Klingt zwar albern, so. Ja, also bei Kaido, weißt du, bei allen Kaisern muss man sich auch so wie so ein Aal da so rumwinden. Wie deichselt man das irgendwie, um den Charakter sterben zu lassen? Bei Kaido ist es einfach so, wenn es die Möglichkeit gibt, für den Mann zu sterben, dann nimmt er die auch wahr, ja, weißt du? So, also, deswegen, ich meine, er beneidet schon Whitebeard, dass er gestorben ist, so. Ich glaube, Kaido. Also man darf auch nicht Wano Kuni einfach so abhandeln, ist halt die Sache. Man darf Wano Kuni nicht so abhandeln, dass Kaido auch noch irgendwie gefangen ist oder so. Das ist auch nicht richtig. Deswegen, bei Kaido ist halt die Sache, er möchte sterben, und vielleicht läuft das ja noch einfach darauf hinaus, dass man ihm diesen Wunsch in Anführungsstrichen erfüllen kann. Ich glaube, Kaido stirbt safe. Also aus der Liste mit einer der wahrscheinlichsten. Weil er es halt auch einfach selbst möchte, so why not? Ja, und ist auch wieder so ein Kandidat. Was ist denn, wenn er besiegt wird und danach sich wieder berappelt, so, Leute? Was soll er dann machen? Soll er dann sagen, ja, gut, hat er mich besiegt, dann. Ja, weil er ist schon so ausgerastet, wo nur die Fabrik zerstört, also was heißt nur, aber wo die Fabrik zerstört wurde, hatte sich schon für sich entschieden, okay, Lore und Ruffy bringe ich um, so, weißt du? Ja. Und wenn er dann im Kampf besiegt wird, als ob er dann was anderes macht, so, als ob er dann sagt, ja, okay, ich lag falsch, so. Deswegen Kaido ganz, ganz, ganz safe wird höchstwahrscheinlich sterben. Nächste Charakter ist halt auch Kaiser, muss man halt auch nennen, Big Mom, auch ein bisschen dieselbe Philosophie, sprich Ruffy Piratenkönig, Big Mom wird das nicht akzeptieren, ist halt die Sache, ob man alle Kaiser wirklich straight sterben lässt, aber Big Mom gehört halt auf jeden Fall auch in die Liste, weil irgendwie gehört sie halt einfach auch mit dazu, weißt du? So, dass sie halt auch ein bisschen in dieses Raster fällt von einem Charakter, der zu böse ist, um das zu akzeptieren. Ich meine, schlussendlich hat sie auch eine Art Niederlage erfahren, als die Strohhüte da weggekommen sind. Ihre Kommandanten wurden besiegt, die Hochzeit wurde verhindert und so. Ist also irgendwo was auch eine Niederlage, und ihre Reaktion war halt typisch, ich komme nach Wano Kuni, ist mir scheißegal, was du davon hältst, Kaido, und ich bring den um, weißt du? So. Ja, ja. Deswegen, Big Mom nimmt eine Niederlage auch nicht so hin, so, ah, okay, ich habe verloren, er ist stärker, okay, nehme ich so hin, sondern sie hat einfach direkt gesagt, ich muss meinen Namen wahren, ich bringe den Typen um, und deswegen wird Big Mom auch ein Charakter sein, den man irgendwie beseitigen muss, und man kann halt nicht am Ende einen Ruffy auf den Thron setzen, in Anführungsstrichen, also nur symbolisch gesprochen, und dann einen Schwenker in Impel Down oder in irgendein Gefängnis machen, oder so als Kaido, Big Mom, so Blackbeard und so, weißt du, das funktioniert halt nicht, so, da kann man halt nicht alle Charaktere einfach nur einsperren. Ja, ja, stimmt schon. Also ich glaube auch, also Big Mom und Kaido, die würde ich fast schon gleichsetzen, so von der Wahrscheinlichkeit her, obwohl Kaido noch ein bisschen mehr, weil er selbst sterben will. Aber Big Mom ist auch so ein Kandidat, sie wird sich, bei ihr ist es schwer, so, vielleicht könnte sie sich noch zurücksetzen, so, weil sie auch eigentlich nur dieses Todland will, so, wo alle zusammen in Frieden leben, alle Rassen und so, aber trotzdem würde sie das niemals so einfach wegschlucken, wenn Ruffy sie besiegt jetzt, so, deswegen muss sie einfach in die Liste mit rein, so. Einen Charakter haben wir noch, liebe Leute, und der Charakter, der ist immer in aller Munde, wenn man über Tod in One Piece redet, und zwar Law, Trafalgar Law. Warum? Eigentlich kommt dieser Gedanke erstmal nur von seiner Teufelsfrucht, weil wir das mit der Operation der ewigen Jugend von ihm kennen.
dass man dafür sein eigenes Leben her. Also das Gimmick, das so ein Special Gimmick der Teufelsfrucht ist einfach, dass du dein eigenes Leben opferst, um jemanden unsterblich zu machen. So, das haben wir so erklärt bekommen. Und Leute, warum soll Oda uns das noch so erklären, wenn das nicht irgendwann eine Relevanz hat, ne? Naja, also das Ding ist, Law ist halt auch, er hat eine Allianz mit den Strohhüten, um die Kaiser zu stürzen. Früher oder später ist halt das Ziel Kaiser abgehandelt. Und Laws einziges anderes Ziel war halt Dressrosa, Doflamingo. Das Ziel ist auch abgehandelt, so weißt du. Und ich weiß nicht, so, dann ist halt auch für Law irgendwie so die Zeit vorbei. Und ich meine, Oda sagt, ja, es gibt eine Operation des Lebens, so. Und dann wird das nie wieder relevant, so. Also, weißt du? Dann, als ob jetzt einfach Law bis zum Ende seiner Tage nie wieder auch nur ein Wort darüber verliert, so, weißt du? Deswegen. Naja. Es kann ja auch für was Sinnloses sein, in Anführungsstrichen. Beispielsweise Beppo liegt im Sterben und er opfert sein Leben für Beppo oder so, weißt du? Ja, so, sowas. Irgendwie sowas. Es muss ja nicht mal sein, dass man jetzt, ja, hier Ruffy unbesiegbar, zack, und damit macht er alle fertig oder so. Nein, das glaube ich nicht. Aber vielleicht einfach ein Law, der einen vielleicht nicht so relevanten Charakter diese Operation gibt, weil der Charakter immer für ihn da war oder ihn das Leben gerettet hat oder sonst was so. Muss ja nicht mal so einen kämpferischen Hintergrund haben. Okay, jetzt kämpft gerade der und der gegen den und den. Und wenn ich den jetzt unsterblich mache, dann hat er eine Chance. So. Ja. Das glaube ich nicht. Aber ich denke auch. Ich denke auch, Law ist einer der wahrscheinlichsten hier. So, ich denke Law, Lysop, Garb und ein Blackbeard. Das sind so die wahrscheinlichsten. Und vielleicht ein Kaido noch. Kaido auch noch. Ja, genau. Das sind so die. Ja, so Sachen wie Sabo und so sind halt ein bisschen tricky. Ja, das stimmt. Da muss man gucken. So, ansonsten haben wir unsere Liste erstmal durch, Leute. Ihr seid natürlich eingeladen, eure Liste. Beziehungsweise, ja, fallen euch, also natürlich, man kann theoretisch jeden Charakter da reinschreiben, aber es muss auch irgendwie schlüssig sein. Man muss auch irgendwie, also ein paar Anhaltspunkte sollte man schon haben, wenn man Charakter da reinschreibt. Haben wir auch, wir haben ja zu jedem Charakter ein bisschen was gesagt, warum wir das glauben. So, und so sollte es auch sein, wenn ihr Charakter reinschreibt, schreibt mal rein, warum ihr das denkt. Und ansonsten bin ich eigentlich, sind wir eigentlich durch, oder? Ja, würde ich auch sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht, mal über sowas in aller Ausführlichkeit zu reden. Natürlich haben wir wahrscheinlich auch schon zusammen auf irgendeinem Kanal von uns beiden mal über Tode und so gesprochen, weil es halt ein relevantes Thema ist. Aber in der Ausführlichkeit über alles zu sprechen, ist, denke ich, eine ganz, ganz schnieke Sache. Ja, genau. So, ansonsten, liebe Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und falls ihr kein Abonnent seid, aber bis hierhin gehört habt, dann versohle ich euch den Arsch, Leute, weil dann solltet ihr auf jeden Fall abonnieren. Weil wir kriegen immer hier über 20.000 Klicks, haben aber 11.000 Abonnenten oder so. Das geht ja nicht, Leute. Da müsst ihr wirklich mal einen Abo-Knopf drücken. Ja, das würde uns echt unterstützen. Und ansonsten, Leute, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und ich sag schon mal ciao. Ja, Leute, letzte Worte von mir. Vielen, vielen Dank für den coolen Podcast. 26. Ausgabe beendet. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr auch gerne mal Hashtag den Charakter, den ihr für den wahrscheinlichsten haltet, dass er bis zum Ende stirbt, aus der Liste in die Kommentare schreiben. Beispielsweise Hashtag Shanks, wenn ihr glaubt, dass er der wahrscheinlichste Charakter ist. Und mit diesen Worten beende ich die 26. Ausgabe des Podcasts. Ich wünsche euch noch einen super schönen Sonntag, wenn ihr das Video nach dem Rauskommen direkt schaut. Und Leute, haut rein. Ciao und tschüss.